Wunderschönen guten Morgen. Heute ist endlich ein Teil von der Lofttreppe dran. Mit diesem Projekt habe ich so lange gewartet. Das hatte aber natürlich auch seine Gründe gehabt. Denn ich war mir nicht so ganz einig, wie ich das machen soll. Aber Inzwischen habe ich zumindest, was das hier betrifft, eine gute Vorstellung. Und zwar möchte ich hier zwei Stufen machen. Die eine etwa so, die andere etwa so, sodass man hier draufsteigen kann. Und dann geht es hier weiter nach oben, wobei da eben noch nicht hundertprozentig geklärt ist, wie ich das machen möchte. Auf jeden Fall aber habe ich mir jetzt für hier was überlegt und das Ganze auch schon aufgezeichnet. Und heute lege ich damit los. Hier aufzeichne, vielleicht ein paar Worte dazu, wie das Ganze gedacht ist. Ich möchte diese zwei Stufen, die ich jetzt hier habe, als Stauraum nutzen können. Die kommen also unten unterhalb von der Theke hin und da wird es oben drauf Decke geben, die aus den Resten von der Arbeitsplatte sind. Also aus dem Ausschnitt für den Herd. Und da werden dann eben zwei Fächer entstehen, durch die man von oben zugreifen kann. Man macht den Deckel weg und kann dann da innen drin Dinge verstauen. Also habe ich nochmal zusätzlich einen Stauraum geschaffen und die Stufen führen eben oben auf die Theke und von dort geht es dann weiter ins Loft. Das hier habe ich jetzt mal aufgezeichnet. Das ist eine von den Wänden. Die werde ich jetzt ausschneiden und dann geht es weiter mit den Seitenwänden und dem Rest. Das Ganze wird dann nochmal weiß gestrichen und obendrauf gibt es dann eben die Decke. Die muss ich auch noch herstellen. Teil 1 ist geschafft und wer sich vielleicht fragt, warum ich das jetzt hier mit der Stichsäge ausgesägt habe, wenn ich hier eigentlich auch eine Tischkreissäge zur Verfügung habe, ich muss sagen, ich habe immer den Eindruck, ich kriege das mit der Stichsäge präziser hin, ich mache mir dann eine Schiene, an die ich die anlegen kann und in der Regel ist es wirklich so, dass ich dann genau den Strich, den ich gemacht habe, treffe. Und bei der Tischkreissäge ist es so, dass am Ende doch immer ein bisschen Spiel mit dabei ist, weil vor allem auch die Schiene irgendwie immer nachgibt. Und ich muss sagen, wenn man sich das hier anguckt, damit kann ich zufrieden sein. Zwischendurch dann mal eben abstreichen, was man gerade schon gemacht hat, um der Gefahr zu entgehen, dass man bestimmte Bauteile mehrmals herstellt. Bei Holzknappheit ist das besonders ärgerlich. Deshalb hier immer abstreichen, was schon da ist, damit man weiß, was noch fehlt. So, wir kommen jetzt zum schwierigsten Teil des Ganzen. Das ist das Seitenteil der Treppe und hier sieht man den Ausschnitt für den Radkasten und für die Abdeckung der Heizungsrohre. Und das werde ich jetzt erstmal freihand ausschneiden und dann hoffen, dass es passt. Ich habe es vorher abgemessen, aber das ist natürlich schwierig, weil man das Holz nicht direkt dran halten kann. Deswegen erstmal annähern, im Zweifelsfall lieber ein bisschen zu wenig wegschneiden und dann gucken, ob das so reinpasst. Und wenn das dann funktioniert hat, kann ich das gleiche Teil noch ein zweites Mal herstellen, denn das Ganze gibt es ja auf der anderen Seite auch nochmal. Die Zwischenteile existieren jetzt auch schon und dann kann ich das am Ende einmal kurz zusammenschrauben, gucken, ob es funktioniert und dann anmalen und dann, ja, ist eigentlich schon fast so gut wie fertig.
So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier wird es nachher stehen. Und wenn man jetzt mal so ein Mittelteil zwischen rein macht, dann sieht man auch, wie breit das ist. Die Idee ist, dass der Radkasten jetzt genau überbaut ist. Ursprünglich war das Ganze ein bisschen schmaler geplant. Ich muss aber sagen, es gab mehrere Gründe, warum ich das dann nochmal breiter gemacht habe. Das hier kommt vorne dran. Wie man jetzt schon sehen kann, muss man da nochmal ein bisschen schleifen, weil das hier etwas raussteht. Aber das ist kein Problem. Und das hier ist das Teil für hier hinten. Man könnte jetzt natürlich sagen, wofür überhaupt das Ganze. Man sieht das da hinten ja gar nicht. Aber wenn da jemand draufstehen soll am Ende, möchte ich das ja möglichst stabil haben. Ich wollte es eigentlich schmaler machen, denn hier gibt es ja schon den Tisch. Und nachdem ich von dieser Idee einer Sitzbank hier Abstand genommen hatte, wollte ich ja, dass um den Tisch rum möglichst viel Platz ist, damit man sich mit den Hockern da hinsetzen kann. Aber zum einen ist es natürlich eine Sicherheitsüberlegung, wenn ich von da oben runterkomme und die Stufen nicht sehe, weil die so schmal sind, dann ist das nicht so gut, vor allem wenn ich Sachen trage. Und zum anderen sah das ein bisschen albern aus, wenn dann hier ungefähr noch so viel von dem Radkasten rausguckt. Ich denke, das ist jetzt eine einigermaßen angemessene Größe. Dann muss ich das Ganze natürlich jetzt noch abschleifen und streichen. Ich wollte aber eben erst schauen, ob es passt. Muss aber sagen, eigentlich sieht das ganz gut aus. Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ich möchte gerne, und das ist auch der Grund, warum es alle von diesen Wänden hier gibt, dass das Ding wegnehmbar ist. Sprich, ich werde das irgendwo so fixieren, dass man da gut draufstehen kann. Es wird aber auf jeden Fall zum Beispiel für den Transport des Hauses wegnehmbar sein. Und deshalb alle von diesen Wänden hier, dass ich das nicht hier dran festmache. Das heißt eben auch, wenn mal mehr Leute um den Tisch sitzen wollen und ich nicht hier hoch muss, kann ich die Treppe rausnehmen und habe hier insgesamt mehr Platz. So, neuer Zwischenstand. Das Ganze ist jetzt mal platziert und wie ihr seht, fehlt noch etwas Farbe, denn tatsächlich ist der Farbeimer zwischendurch leer gegangen. Das heißt, ich muss nochmal neu kaufen. Da ich das aber heute nicht mehr machen kann, bleibt es jetzt erstmal so und alles innen drin kann ich dann im Nachhinein noch anstreichen. Aber auf jeden Fall sieht man jetzt schon mal in etwa, wie das später aussehen wird. Und was jetzt als nächstes folgt, sind die beiden Deckel, die gleichzeitig auch die Stufen sein werden. Ich habe mir jetzt die Maße aufgeschrieben, ich möchte aber ganz gerne, dass das so wie hier oben ein bisschen Überstand hat, weil ich glaube, dass das schöner aussieht. Man hat außerdem besser die Möglichkeit, das Ganze hochzuheben, um an den Stauraum dran zu kommen. Dann brauche ich für die Innenseite von hier, das ist jetzt der Rest von der Arbeitsplatte von der Küche, extrem stabil. Also da sollte man auf jeden Fall gut draufstehen können. Und da brauche ich für die Innenseite dann noch kleine Klötzchen, sodass eben der Deckel, wenn der hier drauf liegt, auch nicht verrutscht. Und das Ganze werde ich jetzt wieder mit der Stichsäge aussägen und dann hoffentlich, wenn die Zeit noch reicht, Oberfräse benutzen und das Ganze nochmal abschleifen. Dann muss es nur noch geölt werden und kommt hier drauf und dann ist diese Geschichte auch schon fertig. So, fertig, jetzt geht's ans Aufräumen. So, aktueller Endstand für heute, denn es ist jetzt so langsam ein bisschen spät geworden und ich bekomme Hunger.
Das sind also die Deckel. Da fehlt jetzt natürlich noch hier die schöne Kante, so wie hier oben. Das mache ich morgen mit der Oberfräse und dann wird das Ganze noch geölt. Man sieht hier einen großen Unterschied zwischen dem, wie das hier oben aussieht und dem hier. Das liegt einzig und allein an dem Öl, was ich für die Küchenfläche verwendet habe. Und das kommt hier auch drauf und dann, wie gesagt, noch so kleine Klötzchen, damit das Ganze hier auch liegen bleibt. Aber für heute, muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ weit gekommen. Morgen geht es auf jeden Fall weiter. Und während ich jetzt schlafen gehe, könnt ihr euch anschauen, was ich in den letzten Wochen hier endlich mal erledigt habe. So, guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Ich habe immer noch das gleiche verschwitzte T-Shirt an und wir machen jetzt weiter. So, los geht's mit der Oberfräse und ich fange hier natürlich an der Unterseite an, um das erstmal auszuprobieren, dass auch wirklich alles funktioniert, denn da wird man es am wenigsten sehen. Ich darf aber trotzdem nicht abkacken, denn es gibt keine Reststücke mehr, aber naja, kein Druck oder so. Das war jetzt soweit eigentlich ganz okay, aber mir ist das noch ein bisschen zu wenig rund und deshalb werde ich das hier nochmal öffnen und das Ganze ein bisschen tiefer setzen. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht zu tief setzt, sonst hat man nämlich eine Kante drin. Ist mir auch schon mal passiert. Das sieht dann echt scheiße aus. So, erste Seite fertig und man sieht jetzt hier vielleicht auch, warum es wichtig ist, dass man die Schnitte mit der Säge alle von der gleichen Seite macht. Denn irgendwo reißt es immer aus, gerade bei so einem Holz. Und hier auf der Seite sind jetzt solche kleinen Macken. Das ist also bei mir die Unterseite. Das war aber wichtig, das von vornherein festzulegen, dass man das nicht auf beiden Seiten hat, denn auf beiden Seiten kann man es nicht verstecken. So, hier sind jetzt meine kleinen Klötzchen aus einem Rest und wie beim letzten Mal, als ich die Bettkisten gebaut habe, will ich auch jetzt erstmal gucken, ob ich die richtig positioniert habe. Das heißt, ich werde die jetzt erstmal mit beidseitigem Klebeband fixieren und wenn ich mir dann sicher bin, dass die Position stimmt, dann werde ich sie richtig festmachen, entweder mit Holzleim oder mit Schrauben. Da bin ich mir ehrlich gesagt gerade noch nicht sicher. Auf jeden Fall aber erstmal provisorisch und gucken, ob das klappt. Ein bisschen windschief ist meine Konstruktion geraten, deswegen, ja, schauen wir mal, ob das am Ende alles hinhaut. So, und nun das fertige Produkt. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, den Rest aufzunehmen, deswegen heute an einem neuen Tag. Dafür ist aber das Öl schon getrocknet, deswegen kann man das hier jetzt auch mal drauf machen und die Treppe ausprobieren. Funktioniert prima. Das Einzige ist, dass an manchen Stellen noch ein bisschen Wackelei passiert. Deswegen würde ich da vielleicht noch Filz drunter machen, damit es ein bisschen leiser ist. Und ich würde auch gerne das Teil hier eben noch an der Küche oder an der Wand festmachen, wenn das hier steht, damit man eben auch sicher drauflaufen kann. Und wenn das hier nicht steht, kann man es eben einfach wegräumen und dann hat man hier mehr Platz. Für da oben ist noch eine andere Lösung gefragt. Wer da eine Idee hat, wie ich die restlichen, ja, drei Stufen werden es wahrscheinlich sein, hoch ins Loft komme, ja, kann mir gerne Bescheid sagen. Ich bin da selber noch am Tüfteln und bin noch nicht auf die zündende Idee gekommen. Aber apropos Idee, wer nachvollziehen will, wie ich das Ganze hier Schritt für Schritt gemacht habe, ich habe ja im Video jetzt nicht alles in allen Details gezeigt. Ich werde das für meine Unterstützer auf Patreon zur Verfügung stellen. Da werdet ihr auch die Zeichnung nochmal sehen, wie ich das Ganze hier geplant habe und was für Teile dafür nötig waren. Also wenn das interessiert, der kann in Zukunft auf Patreon vorbeischauen. Ich werde es wahrscheinlich im Laufe der Woche online stellen. Das war's für heute von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am nächsten Samstag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video. Bis dahin eine schöne Woche und viel Erfolg mit euren eigenen Projekten. Ciao.